Hallihallo, meine lieben Friends und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom, von der Diablo 4 Beta. Wir sind, glaube ich, nicht stehen geblieben. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, die Stadt hier ein bisschen erkundet, eher gesagt, das ist, ja, ist ja die Stadt, ne? Ich glaube, hier haben wir eine Nebenquest, ne? Ich glaube, die gehen wir an. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall. Und ja, ich weiß noch nicht, wie gesagt, mir macht das Game Spaß. Wie gesagt, Grafik ist richtig geil. Ob das direkt zum 6.6. hier auf meinem Kanal erscheint, beziehungsweise am 2.6., weil wenn man die Ultimate Edition hat von Diablo 4, also wenn man das vorbestellt hat, kann man das 4 Tage vorher spielen, vier Tage vorher Zugriff. Wie gesagt, ob ich das am 2.6. spielen werde, weiß ich nicht. Und für welche Plattform, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, wie gesagt, dass mein Bruder mich wieder überrascht, dass er sagt, hier, ich habe wieder Diablo 4, ich habe Diablo 4 gekauft, 400 Euro. Wie gesagt, er ist ein großer Diablo-Fan. Das kann sein. Ich weiß es nicht, ne? Die Recruits haben sich training night and day. They deserve a little praise. But I can't let them see me as soft. Mind giving them a cheer for me? Easy coin for you, a boost of confidence for the recruits, and I get to go on being the hard ass. Everybody wins. I'll handle it. Okay. Ja, machen wir. Wie gesagt, ich lasse mich auch überraschen. Das werde ich dann sehen. Ja, Emote. Muss ich ein Emote machen? Hallo? Greetings. Greetings. Aber man kann noch näher ranzoomen. Not while I'm in town. Okay, steht leer. Alles leer. Ist das ein PvP? I could use some assistance. Warum steht er? Not while I'm in town. Ach, hier. Oder? Wir müssen hier irgendwas was machen. Feuer. Wir müssen die anfeuern. Verspotten. Jubeln. Folgen. Follow me. Nee. Dann bleibt eigentlich nur. Impressive. Oh, doch, Jubel. Okay. Ich spreche mit der Wache Butzer. Thanks. I hope they don't get used to it. Okay, das war's. Ja, wie dir gesagt, schnell verdientes Geld, ne? Und da würde ich sagen, widmen wir uns jetzt die Hauptquest. Und eins ist gesagt, na, das habe ich auch mitbekommen, dass die Spielstände oder gesagt die Charaktere nicht in das Hauptgame übertragen werden kann. Also die können nicht übertragen werden. Ne? Das bedeutet, hier, was du alles erspielst, musst du im Hauptgame nochmal neu alles erspielen. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, weil hier in dieser Beta ist ja alles auf Englisch. Ne? Und klar, wenn das Spiel dann draußen ist, ist ja natürlich alles auf Deutsch. Ne? Und ja, und ob ich dieses Spiel, oder ich sag, ob ich Diablo 4 auf meinem Kanal Let's Playen werde, weiß ich nicht. Wie gesagt, ihr könnt das gerne entscheiden. Lasst mich das gerne wissen, ob ich dies hier auf meinem Kanal tun soll. Na, wenn nicht, dann werde ich dies halt privat spielen. Ne? I must know what part he plays in all this. But first I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. The cathedral loves to go on about him. His imprisonment in hell, his valiant escape,
his glorious return here, the world he created. But they never mention how being tortured in hell for a few millennia turned you into an ass. There was a prophecy, yes. It foretold the rise of the primevals, the return of Lilith and Inarius, the doom of our world. Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes, put it in the Cathedral of Light's gospel, and made it seem like he would be the hero to save us. Sacrificing, summoning demons, honing all the wonderful gifts that Lilith gave them. Okay, da würde ich sagen. Tattoos, sway back, cloudy eyes. This poor thing is practically crowbait. With what you're paying, you're lucky she has four legs. Ach so, die haben wir weitergeredet. Und ich bin aber weggegangen. Nice. Ja, ich wollte sagen, hier steht ja, wir müssen ja die fehlenden Teile besorgen. Ja. Dafür müssen wir hier rein. Oh, hier können wir verkaufen und auch kaufen, ne? Also Sachen kaufen und verkaufen, aber Rüstung bringt uns gar nichts. Aber wir haben sowieso nichts, ne? Achso, Kräutertruhe. Wait, wir haben gar nichts. Okay. Hab schon alles verkauft. Ah, so the old man's finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. Okay, dann kaufen wir die Waffe. Schau mal kurz. Hammer. Ich sag mal so, der Hammer ist auf jeden Fall plus 3. Macht zwischen 54 und 80 Schaden pro Treffer. 0,90 Angriff pro Sekunde. Und plus 8% Überwältigungsschaden. Kostet 1600. Aber wir haben hier auch, wir müssen ja diese Waffe kaufen. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. Okay, nehmen das seltsame. You need a proper weapon. Ihr braucht eine gescheite. Nee, brauchen wir nicht. Nimm dieses. Ach, hier ist das Amulett. Ah, okay. Haltens Amulett. Update anzeigen. Können wir dieses. Ach, haben wir dieses Amulett schon ausgerüstet? Ist es das? Reif der Sühnen? Ist es das? Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, nee. Oder müssen wir das Amulett Lora zurückbringen, glaube ich, ne? Hört man irgendetwas? Ich weiß nicht, das Spiel ist zu leise, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir was hören. Weißt du, das Problem ist, ich muss mal einstellen, ne? Manchmal ist das Spiel zu leise, manchmal ist das Spiel zu laut. Ne, zum Beispiel Bus, der Fernbus-Simulator, das Spiel ist sowas von laut. Ne, da muss ich immer runtergehen, dann wieder hochgehen, dann wieder runtergehen. Von der Lautstärke, ne? Und deswegen jetzt tut mir leid, dass man, glaube ich, fast nichts in Diablo gehört hat. Ne? He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. These days, we are few in number. There is another Haradrim. Donan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. Okay. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me? I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith
The visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Okay, dann suchen wir nach in der Kathedrale. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Nach Verbündete, ne? Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith. Saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Okay, krass. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie die Stimme ist, ne? Also diese Synchro von diesem Game, das ist einfach krass. Diese Stimme ist holy shit, ne? Cool, hier steht auch Diablo 4 vorbestellen. Wir kommen zur Beta. Ne, wie gesagt, am 6.6. ist es soweit. Oder wie gesagt, diese Ultimate Edition kostet 100 Euro. Dafür habt ihr dann, wie gesagt, die Beta-Zugang, der jetzt, wie gesagt, die was jetzt läuft. Ne? Oder die was auch jetzt endet. Wie gesagt, die lief ja vom 16.3. oder 17.3. ja gesagt, bis zum 20.3. Die offene Beta startet aber am ich glaube am 23., ich gucke nochmal nach, ne, am 24. um 17 Uhr und die geht dann bis zum 27.3. Ne, das bedeutet, wie gesagt, die geht vom, wie gesagt, vom 24.3. 17 Uhr, ich glaube dann auch bis zum 27.3. 20 Uhr. Ja, weil die Beta, die geschlossene Beta, die ging auch vom 17.3. bis um 17 Uhr bis zum 20.3. 20 Uhr, ne. Und man kann auch hier, wie man steht, nur in der Beta kannst du nur bis Stufe 25 aufsteigen. Und ja, und die Geschichte der zersplittenen Gipfel ja, erleben. Wie gesagt, die Ultimate Edition kostet 100 Euro. Man hat da die geschlossene Beta und man kann 4 Tage vorher spielen. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob mein Bruder es kauft. Ich muss mit ihm da, wie gesagt, im Gespräch bleiben. Abklären. Rot auf der Karte. Ja, markieren die. Okay. Kauf der Rüstung, Waffen und andere kosmetische Charaktergegenstände befinden sich in der Kommode. Gekaufte Reittiere und kosmetische Gegenstände für Reittiere finden sich im Stall. Gekauft die Emotes Ich glaube, Emotes brauche ich keine kaufen, ne? Okay, das war der Prolog, ja, ist krass. Ja, wie ich sehe, haben wir auch hier eine Nebenquest. Ich glaube, jetzt fängt das die Beta richtig an. Ja, wie gesagt, ich muss mit meinem Bruder klären, ob der sich das kauft. Ich muss gucken, ob ich es kaufen werde. Ich weiß es noch nicht, ne? Ich muss mir das noch überlegen, ja, wie gesagt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ich das, ja, wie gesagt, Let's Playen werde. Ja. Ist da lokale Spieler? Ist haben mir mal beigetreten? Keine Ahnung. Wir haben Herausforderungen, haben wir hier, ich verstehe nicht. Die ploppen die ganze Zeit auf, ne? Hier steht auch nicht begonnen, nicht, ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Ob ich hier irgendetwas schon habe. Ich habe hier, glaube ich, schon irgendetwas abgeschlossen. Glaube ich, war es gewesen. Aber da, glaube ich, oder? Nee. Hier nichts. Ja, Hardcore. Nee, noch gar nichts. Monster hier auch nichts. Krass. Tötet 10.000 Geister. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Ey, das ist, wie gesagt, das ist Diablo. Ne, das ist, ja, das ist easy. Das bekommt man locker hin.
Ja, gut. Wie gehen, würde ich sagen. Ach, guck mal hier. Wie gesagt, ich spiele das. Ich verstehe nicht. Kann man das Spiel wirklich nur online spielen? Krass. Weil ich überlege mir das wirklich zu spielen, wie gesagt, am 2.6. zu kaufen. Ja. Weil ich werde das wahrscheinlich dann streamen. Wenn ich das streamen werde, dann aber nicht auf YouTube. Na, ich werde das wahrscheinlich auf Twitch streamen. Und dann, wie gesagt, separat als Party hochladen, dass ihr auch Bescheid wisst, ne? So wie auch mit Dismantle. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Okay, suche auf der Straße nach Menestadt, nach Mönch Bosan. Wie gesagt, weil ich möchte die kompletten Streams auf Twitch verlagern. Ich möchte nicht mehr auf, wie gesagt, ich werde auf YouTube vielleicht irgendwann mal wieder streamen, aber momentan gar nicht. Hallo. Greetings. Sag einfach mal. Hallo. Und ja, wie gesagt, mal gucken. Ne? Man kann rollen. Achso, ja klar, vorne dashen. Und der ist rausgegangen. Oder, ja, keine Ahnung. Serverabbruch. Ich hab keine Ahnung. Holy shit. Was war das denn? Hier müssen wir hin, ne? Glaube ich, war es gewesen, oder? Ja. Krass! Ja! Sicher doch. Okay, ich glaube, wir sind viel zu früh hingegangen. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Krass. Okay, krass. Holy shit. Holy shit. Okay, ich glaube. Ja, ich müsste, glaube ich, auch den Charakter ändern. Na. Aber was ich hier sehe. Wir haben den Schaden zugefügt. Und dieser Schaden bleibt. Ne? I must wait. Ja, aber spawn immer wieder. Okay, es ist tot, heiß. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Nice, nice, nice. Komm, da liegt Next. Ach, wir mussten gar nicht hier hin. Ich dachte, wir mussten hier hin. Okay, dann geht's weiter. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich jetzt in Diablo gestorben bin, ne? Ja, da waren ja so viele auf einmal, man hat's ja gesehen, die Gegner, ne? Ja, wie gesagt, passiert, ne? Auch dieses hier, über diese toten Tiere zu laufen, dass sie dann auseinanderbrechen, das ist auch einfach krass, ne? Einmal
sagen wollen, heißt weg mit ihm. Okay, kann sein, dass wir, glaube ich, hier runter müssen, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können nochmal im Gebiet nachschauen. Und das meine ich halt einfach, ne? Dass alle auf dich eindrechen, ne? Fähigkeit. Ich weiß nicht, soll ich weiter? Oh, ich weiß nicht. Muss überlegen, was ich hier hochstufen würde. Aber wie gesagt, das ist auch schon eigentlich geil. Oh, krass, ey. Ich würde am liebsten das hier, das Weiterbluten, ne? Das Einschlag, ne? Und Blutungsschaden. Das. Ich würde das gerne. Dies würde ich gerne weiter höher, ne? Höher machen. Ich sag, ob das was bringt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Indeed I am. My guard turned on me, tried to choke the life out of me. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad and request a night escort. Please, take the tithing demands to the merchant lord, Talgun, in Menestad. Okay. Was haben wir hier? Tafel. Okay. Kann man da irgendetwas machen? Nee, ne? Ich sag, bringen wir diese Border rein. Da sind noch mehr, hä? Ach, es sind noch mehrere. Ah, okay. What the fuck, mit wie viel spiele ich denn überhaupt zusammen? Ich weiß nicht, ob das. Ich hab keine. Okay, wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Ob man. Ich. Hier. Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt überfordert, ne? Ist das so wie in Forza Horizon? Wie das man halt Spieler sieht? Beim Forza Horizon 4 ist das ja auch so. Ne, dass da halt auch Spieler fahren. Auch in der Open World. Das ist, glaube ich, genau das gleiche hier, ne? Dass du halt. Spieler triffst, antriffst, die was halt gerade auf dem Server sind, ne? Also was jetzt in deiner lokalen Umgebung sind, oder? Muss ja auch, hier steht hier. Wenn ich hier auf lokale Spieler, die müssen ja hier, wie gesagt, in meine lokal, ich weiß nicht, meine Umgebung. Also was ich meine, meinem Ort hier, in Real Life, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht befasst, ne? Aber wenn das wirklich so ist, dann krass, dann richtig geil, ne? An Blizzard, ne, wenn die das wirklich hinbekommen, auch mit den Servern. Und deswegen, wie gesagt, würde ich das wahrscheinlich 2 Tage, wenn ich das kaufen werde, oder mein Bruder, wie gesagt, je nachdem, mussten wir das absprechen, weil ich weiß genau, am 6.6. werden die Server, wenn nicht am 2., werden die Server sowas von dermaßen in die Brüche gehen. Ja, das ist so very grateful. Krass, ne? I will need to make the necessary arrangements. Please, excuse me. How did this happen? I shouldn't be holding this in my hands. It should be. Restraint, my lord. Restraint. Ah, yes. Of course. Carry on, Isti. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle mach ich einen Cut. Und wir haben den nächsten Wegpunkt freigeschaltet. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Zu Diablo 4.
Und ich überlege wirklich Diablo 2 oder halt Diablo 3 nochmal anzufangen. Ja. Ich glaube, auf Diablo 3 hätte ich Bock, ne? Aber wie gesagt, wenn ich das, glaube ich, Diablo 3 spielen werde, wie gesagt, würde ich das auch im Stream spielen. Ja, wie gesagt, das werden dann Live-Aufnahmen. Werde ich wahrscheinlich hier auch hochladen auf YouTube. Wie gesagt, auf Twitch bin ich dann live. Aber dazu werde ich noch was anderes sagen. Wie gesagt, da werden auf Twitch werden halt keine Simulationsspiele gespielt. Da werden halt Multiplayer-Games gespielt, Story-Games, ne, wie gesagt. Und es können auch welche Story-Games dann hier auf meinem Kanal landen. Ne. Denn diesen Kanal werde ich ja komplett umstrukturieren. Und ja, nur dass ihr auch Bescheid wisst. Ne. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann, denke ich mal, hier diese nächste Nebenquest, oder? Ja, ich denke mal, wir können hier noch nicht hin. Jesus kann nicht in dieser Vision gespielt werden. Okay, können wir nicht. Das bedeutet, wir haben hier, wie gesagt, hier noch eine Nebenquest. Und wir hier haben hier noch eine weitere Hauptquest. Wie gesagt, wenn wir hier schon mal stehen, werde ich diese Nebenquest angehen. Wenn diese nicht lange dauert, gehen wir dann direkt zurück. Oder es war eine Schnellreise. Und dann gehen wir dann die Hauptquest. Machen wir die Hauptquest weiter, ne? Und ja, wie gesagt, konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Story und Nebenquest. Und nebenbei können wir dann alles nach und nach schauen. Ne? Und ja, wie gesagt, euer Basti ist raus. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Diablo 4 in der Beta. Und ja, bis dann und ciao, ciao.